Hallo meine Lieben oder unsere Lieben. Wir befinden uns gerade in Mömax, weil wir noch was für unsere Wohnung suchen. Badezimmer ist richtig Katastrophe. Deswegen müssen wir es ein bisschen schöner machen, bis es wieder schön gemacht wird. Wir müssen zu den Badesachen. Ja, auf jeden Fall. Meine Schwester und ich sind jetzt hier. Und ja, wir zeigen euch dann, was wir so gekauft haben. Ne? Bis dann. So, meine Lieben, wir sind jetzt zu Hause. Ich bin jetzt mal hinter der Kamera und ich zeige euch mal unsere Mömax-Ausbeute. wir haben einmal so ein Teil von unserer Toilette gekauft, damit es auch so, weiß schon, falls ihr aufs Klo müsst, also ist ja für die Toilette. Dann haben wir dazu den passenden Ding gekauft, Teppich für die Badewanne, also vor der Badewanne, dass wir den hin tun, falls wir aus der Badewanne steigen. Dann haben wir für den Flur auch noch so ein Teppich gekauft. Also ich kann euch mal die Preise sagen. Ich glaube, der hier, das für die Toilette, hat 5 Euro gekostet. Das hat 10 Euro gekostet. Das ist so ein langer Teppich. Dann haben wir hier noch so einen beigen Teppich. Das ist für unseren Flur. Der hat, glaube ich, 8 Euro gekostet. Passend zum Badezimmer haben wir noch so ein Set gekauft. Das ist echt praktisch, dieses Set. Da ist sowas drin. Also eine Klobürste, dann noch so ein Seifenset für Zahnbürste, Becher, Pumpständer für die Seife und noch ein Mülleimer, also echt praktisch. Dann haben wir noch solche Diffuser gekauft, fürs Badezimmer oder für den Flur, so ein paar Stück. Die riechen echt gut. Das ist die Geruchsrichtung grüner Tee und Bambus-Diffuser. Das hat jeweils 4 Euro gekostet und das hat, das war teuer, nee, das hat 4 Euro gekostet. Ah ja, das hat 4 Euro gekostet und das hat nur 3 Euro gekostet, war im Angebot. Dann haben wir noch einen Duschvorhang gekauft. Also voll viel fürs Badezimmer haben wir gekauft. 10 Euro hat es gekostet. Dann haben wir noch ein Besteckset gekauft. Das hat auch 10 Euro gekostet, glaube ich. Aber es ist 20-teilig. Hier steht es drauf. Dann noch so ein süßen Schneidebrett, wo ein Spruch drauf steht. Make yourself at home, wine and dine, enjoy your food. Let's eat and talk with family and friends, people you love. Voll süß, also das kann man ja auch so als Deko benutzen und dann halt auch als Schneidebrett. Also so ein 2-in-1. Dann hier noch ein Vorhang. Das habe ich jetzt von meinem Freund gekauft. Dann habe ich hier noch einen Vorhang. Die waren voll günstig, haben nur 5 Euro gekostet. Das ist für meine Schwester, einmal in weiß. Und dann habe ich hier noch so eine Stehleuchte gekauft. Das hat 14 Euro gekostet. Muss ich mir noch eine Glühbirne kaufen, aber finde ich ganz cool. Ja, und jetzt chillen wir eine Runde. Das war die Ausbeute. Ich zeige euch später, wie es so in Action ausschaut. Nein, seht ihr auch ein bisschen die Wohnung. Sage ich jetzt ciao. Hallo ihr Lieben. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das so ausschaut, ne? Also, wir kommen jetzt ins Bad. Wie geht das überhaupt jetzt? Das machst du im Video so, ne? Ja. Also hier, also da haben wir so ein bisschen Kerzen. Ja, das Bad ist ein bisschen alt, aber kein Geld und so recht. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt halt uns für Plum entschieden. So, jetzt haben wir einen Plum-Vorhang. Plum-Badematte und das andere. Dann noch Plum hier, Plum da, Kakteen hier, you know. Ja, und dann, next stop, was haben wir noch gekauft? Ja, Flur ist noch nicht ganz fertig. Ja, dann habe ich mir diese Vorhänge gekauft. Ja, ist ein bisschen durchsichtig, aber ist eigentlich ganz okay. Habt ihr mal eine kleine Roomtour sehen? Ist noch nicht ganz fertig, aber I try my best, so. Ja, ich glaube, das war's dann auch schon, liebe Freunde. Wenn es was gibt, ne, was mir noch einfällt, dann zeige ich es euch, ne? Tschüss!